Hallo und herzlich willkommen zum Oberfiedern Adventskalender. Heute öffnen wir das 24. Türchen und damit auch das letzte Türchen an unserem Adventshaus und schauen, wer uns heute die letzte Geschichte vorliest. Liebe Oberfiedländerinnen und Oberfiedländer, ich bin Maike Schäfer und die Senatorin für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Stadtentwicklung und ich freue mich, euch heute eine Weihnachtsgeschichte vorlesen zu können. Ein Weihnachtsstern nach einer Geschichte von Catherine Pyle. Kommt her, meine lieben Sternchen, sagte Mutter Mond. Ich erzähle euch eine Geschichte. Vor Weihnachten versammelte Mutter Mond eine Woche lang jeden Morgen all ihre kleinen Sterne und erzählte ihnen wunderbare Sternengeschichten. Dann sagten die Sterne Mutter Mond gute Nacht und gingen im Himmelszimmer zu Bett. Schlafenszeit ist für die Sterne nämlich dann, wenn auf der Erde die Menschen allmählich wach werden und sehen, dass der Morgen gekommen ist. Aber an diesem Morgen blieb ein goldener Stern noch bei Mutter Mond stehen. »Was ist denn los, Sternchen?« fragte Mutter Mond. »Ach, Mutter Mond«, erwiderte der goldene Stern, »ich bin so traurig. Ich wünschte, ich könnte für jemandes Herz scheinen wie der Wunderstern, von dem du uns erzählt hast.« »Nanu, bist du hier am Himmel nicht glücklich?« fragte Mutter Mond. »Doch«, sagte der Stern, »aber heute Abend glaube ich, dass ich ein Herz finden muss, für das ich leuchten kann.« »Wenn das so ist«, antwortete Mutter Mond, »wird es Zeit, kleiner Stern, dass du durch die Wunderhalle gehst.« »Die Wunderhalle? Was ist das?«, wollte der Stern wissen. Mutter Mond stand auf, nahm den kleinen Stern an die Hand und führte ihn durch eine Tür, die er noch nie gesehen hatte. Mutter Mond öffnete die Tür und dahinter lag eine lange, dunkle Halle. Am anderen Ende leuchtete ein kleiner Lichtfleck. »Was ist das?«, fragte der Stern. »Es ist eine Wunderhalle und du musst durch sie hindurchgehen, wenn du das Herz finden möchtest, in das du gehörst«, erklärte Mutter Mond. Der kleine Stern trat in die Wunderhalle und hinter ihm schloss sich die Tür. Plötzlich fand sich der Stern in einem Spielzeugladen wieder und hing neben anderen Sternen, die blau und rot und silbern waren, an einer Schnur. Der kleine Stern war golden. Im Laden duftete es nach Tannengrün und er war voller Menschen, die Weihnachtseinkäufe machten. Doch der Stern blickte nur auf einen kleinen Jungen, der vor dem Ladentisch stand. Denn als der Stern das Kind sah, wusste er, dass er zu ihm gehörte. Der kleine Junge stand neben einer netten Dame und schaute sich nichts Bestimmtes an. Der Stern wackelte und rüttelte an seiner Schnur, denn er fürchtete, der Junge könnte ihn sonst übersehen. Die Dame blickte auf das Spielzeug, das vor ihr auf dem Ladentisch ausgebreitet lag, und sagte dann, »Nun haben wir alle Geschenke beisammen. Eine Puppe für Ella, ein Spiel für Lasse und die Spieldose für Luisa und dann noch das Schaukelpferd und den Schlitten.« Plötzlich berührte der Junge sie am Arm. »Mutter«, sagte der Junge, »er hatte gerade den Stern erblickt.« »Was ist denn?«, fragte die Dame. »Mutter, sieh mal den Stern dort oben, den wünsch ich mir.« »Mein Liebling, wir haben doch schon so viele Sachen für den Weihnachtsbaum«, sagte die Mutter. »Ja, ich weiß, aber ich wünsche mir diesen Stern«, rief das Kind. »Na gut«, antwortete die Mutter lächelnd, »dann nehmen wir auch den noch mit.« Also wurde der Stern von der Schnur genommen und eingewickelt. Und die ganze Zeit freute er sich, denn nun gehörte er dem kleinen Jungen. Erst am Nachmittag des Weihnachtstages, als der Baum geschmückt werden sollte, wurde der goldene Stern ausgewickelt. »Hier habe ich noch etwas«, sagte die nette Dame, »den müssen wir an den Baum hängen.« »Oh ja«, sagte jemand, der beim Schmücken half, »wir stecken ihn auf die Spitze.« So wurde der kleine Stern ganz oben auf die Spitze des Weihnachtsbaums gesteckt. Am Abend wurden alle Kerzen am Baum angezündet, die goldenen und silbernen Kugeln, die Engel und die gläsernen Früchte glänzten im Kerzenlicht und ganz oben leuchtete der goldene Stern. Um 7 Uhr öffneten sich die Türen zu dem Raum, in dem der Weihnachtsbaum stand, und eine Horde Kinder kam hereingestürmt. Sie lachten und riefen und redeten durcheinander und nach einer Weile ertönte Musik. Dann wurden die Weihnachtsgeschenke unter dem Baum hervorgeholt und ausgepackt. Noch nie in seinem ganzen Leben war der Stern so glücklich gewesen, denn der kleine Junge war auch dabei. Er stand mit hinter dem Rücken verschränkten Händen abseits der anderen Kinder und sah zu dem Stern hoch. Schließlich war alles vorbei. Die Kerzen wurden gelöscht, die Kinder gingen ins Bett und es wurde still. Nun begann der Weihnachtsschmuck am Baum zu sprechen.
Jetzt ist alles vorbei, sagte eine silberne Kugel. Ja, erwiderte eine gläserne Traube, das Beste ist vorbei. Natürlich kommen die Leute noch ein paar Tage und gucken uns an, aber so wie heute wird es nicht wieder. Und dann werden wir bestimmt wieder für ein Jahr weggelegt, seufzte ein Papierengel. Eigentlich lohnt es sich doch kaum, nur so wenige Tage im Jahr darf man raus und dann wird man wieder in die dunkle Kiste gepackt. Doch die Traube hatte sich getäuscht. Während der nächsten Tage kam niemand, um sich den Baum anzuschauen. Alle schlichen mit sorgenvollen Gesichtern durch das Haus, denn der kleine Junge war krank. Schließlich kam eine Krankenschwester ins Zimmer und holte den goldenen Stern vom Baum. Sie nahm ihn mit nach oben in ein Zimmer, in dem der kleine Junge lag. Die nette Dame saß am Bett und als die Schwester kam, streckte sie ihre Hand nach dem Stern aus. »Ist das das, was du wolltest, mein Liebling?«, fragte sie und beugte sich über den Jungen. Das Kind nickte und streckte seine Hand nach dem Stern aus. Als er ihn in der Hand hielt, lächelte er glücklich. Dann schlief er ein und hielt den Stern dabei fest in der Hand. »Gott sei Dank«, sagte die Krankenschwester, »eine Weile habe ich mir Sorgen gemacht, aber nun bin ich sicher, dass er schnell wieder gesund wird.« Und so kam es. Solange der Junge lebte, steckte er den goldenen Stern auf die Spitze des Weihnachtsbaums und für den Rest des Jahres hing der Stern an einer Schnur am Fenster und konnte auf die ganze Himmelslandschaft blicken. Ich finde, das ist eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte und jetzt wünsche ich allen ein wunderschönes Weihnachtsfest.